Hallöchen! Dass du das Intro. Ja, hallo Leute und willkommen zurück bei DayZ Origin. Wir haben jetzt den Server gewechselt. Wir sind beide an dem Vorort von Mitrovice hier irgendwo im Wald gespawnt. Und vor mir steht dieser geile gepanzerte Bus, der hoffentlich noch funktionstüchtig ist. Von dem habe ich nämlich einiges Lustiges gehört, Was denn? Also, ja, dass der so gepanzert ist, das ist witzig. Ist er auch, aber er ist kaputt. Was machst du denn? Ja. Wurzeln. Rollen. Hast du es nicht gehört? Ich weiß nicht genau. Ich habe ja jetzt die Musik an. Deswegen ist das so ein bisschen, glaube ich, höre dich. Warte mal, ich hub nochmal. Hörst du es? Nee. Ich höre nichts. Du bist in den Vorort, hast du gesagt, ja? Standort, ne? Ja, da müssen wir jetzt den Ort finden. Ich bin jetzt bei der Rennstrecke, sehe ich gerade. Ah, dann muss, das ist gut. Dann wirst du zu diesem Ort finden, oder? Ja. Ich glaub schon. Ah, ich sehe die Straße, glaube ich. Ah, und ich sehe auch die Rennstrecke. Ja? Warte, ja. Dann fahre ich zur, dann gehe ich zur Rennstrecke. Nee, geh auf die Straße, schon Richtung Vorort. Ja, ist ja sowieso auf dem Weg. Sehr gut, endlich mal ein klitzekleines Erfolgserlebnis. Wir endlich funktioniert erwähnen, das mal. Ja. Dass wir seit wie viel Stunden? Seit 3 Stunden. Seit 3 Stunden versuchen wir aufzunehmen, von Serverproblemen bis hin zu Kicks oder, ja, oder instabilen Servern oder einer kommt nicht drauf oder sonst was. Wir zocken ja mehrere Sachen in DayZ. Also ja, wir haben ja mehrere Sachen anprobiert, dann haben wir das wieder abgebrochen. Werden wir jetzt nicht erwähnen, was, weil sonst sagt ihr, wann kommt das denn mal wieder? Nein. Also gibt's jetzt nicht. Es kommt, was kommt. Stunden Aufnahme haben wir jetzt 15 Minuten Origins-Material. Ja, wir haben wirklich echt nur 15 Minuten. Das ist unglaublich. Hoffen wir mal, dass wir einen vernünftigen, stabilen Server gefunden haben. Deswegen nehmen wir jetzt auch direkt auf und finden uns nicht erst, weil sonst echt, ja, wir uns platzt der Schädel heute. Wo steckst du denn? Ich dachte eigentlich, dass ich dir auf eine Straße zulaufe, aber hier ist keine Straße. Ich bin hier an der Rennstrecke. Ja, dann lauf so lange um die Rennstrecke, bis du an der Straße bist. Siehst du das Windrad? Das Windrad? Ich sehe mehrere Windräder. Ja, von denen musst du weg. Wie weg? Ja, weg. Wir sind überall solche Dinger. Ja. Richtung Straße am besten. Wo ist die verkräuselte Straße. Kannst du nicht zu mir kommen? Warte, ich wollte gerade die Scheune mir hier erst anschauen. Okay. Also eine kleine Winchester wäre schon ganz nett. Ja. Ich laufe hier gerade durch Sonnenblumen, sehe ich gerade. Oder so. Nee, das sind keine Sonnenblumen. Ach, Raps. Mann. Raps. Rantelbart, du bist voll der Kulturbanause. Raps, du Idiot. In der Ziege auf dem Feld. Ist das vielleicht deine Mutter? Shit, war der schlecht. Der war. Aber der kam unerwartet. Also, ja, kam unerwartet, ne? War ganz okay. Wie so ein Schlag in die Magengrube. Ja, zack. Ja. Also, ich laufe jetzt einfach mal auf die Windräder zu. Nein, da sollst du ja nicht hin. Hier sind überall Windräder. Ich weiß gar nicht, ich soll irgendwie Rennstrecke rumlaufen. Hast du mich schießen hören? Nein. Oh Gott, bist du dumm. Ich lauf jetzt zur Ziege. Verdammt, wo ist die Drecksstraße? Wieso spawnen wir hier ohne Map? Ist doch kacke, ist doch schwul. Oh oh. Lauf schwul doch einfach jetzt hier um dieses scheiß Racetrack rum. Ja, okay, mach ich. La 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 la. Hier hat schon Schumi einst seine Rennen gefahren. Dein Mutti hat ja auch einst ihre Bremsspuren nee, hinterlassen. Das ist jetzt lame, das ist jetzt lame. Nein. Das ist lame. Hast du mir zugehört? Ich hab gesagt, deine Mutti hat da ihre Bremsspuren hinterlassen. Bremsspuren? Ja, kennst du Bremsspuren? Ah, so richtige Bremsspuren, ne? So in der Unterhose. So unterhosmäßige. Ich finde den Begriff so eklig. Bremsspuren, Alter, für einen Kackstift in der Hose. Oder Rallye-Streifen, kannst du auch sagen. Kackschmiere in der Hose. Ja. Warum baut man hier Raps an?
Was kann man damit machen? Öl und Benzin, oder? Biodiesel und Raps ist vielleicht auch Futter, Getreide kann sein. Also du musst zu einem Windrad, sehe ich gerade. Na super. Weil zu einem? Ist, ja, eins ist genau an der anderen Strecke. Wir sind ja nur 10, deswegen drei. Kein Problem. Wie, aber drei? Hinten sind noch mehr. Oh, ja, fuck, dann bist du an der hintersten Seite vom Racetrack. Das weißt du nicht und das weiß ich auch nicht. Doch, weil da hinten eins ist. Bist du an einem Lauf. Einzelnen Windrad oder siehst du ein einzelnes Windrad? Nein. Wie nein? Ich weiß es nicht. Wir sind überall einzelne. Was willst du von mir? Ja, da sind doch drei in der Nähe und eins ist allein. Weiter weg. Ich sehe eher nee, fünf die, in einer Reihe. Jetzt laden die erst. Ach, das ist doch Schmierwurst, ist das. Bei meiner Rennstrecke wiederholt sich auch alles. Da, der Start. Siehst du den Start von der Rennstrecke? Ja, da steht Gamer drauf, ne? PC-Gamer. Nein, das ist nur so ein Checkpoint, du Idiot. Fuck. Der Start ist dieses schwarz-weiß karierte, Mann. Schwarz-weiß karierte? Ey, du bist so nix zu gebrauchen. Du bist wie der Bremsspur in der Autohose. Ich bin an dem Das ist zu gebrauchen, dann juckt's einen immer. Bist du auf der... Siehst du dieses... Pass auf, ich sehe... Also ich bin hier vor Gebäuden, an Gebäuden an der Rennstrecke. Das sind so Gebäude. Das sieht so aus wie ein Airfield-Gebäude. Ja, da laufe ich jetzt gerade zu. Auf dieser betonierten Asphaltfläche da. Da laufe ich gerade drauf zu, glaube ich. Da laufe ich auch gerade drauf zu. Da hinten steht was. Ich glaube, das ist ein Zombie. Das sind kaputte Autos, sieht und ein Zelt. Und Zombie ist gerade gespawnt. Das ist eine Tankstelle, ne? Nein. Glaube ich. Ja, aber doch, so ein bisschen... Sieht aus wie Tankstellen. Also wenn du doch... da Zapfsäulen sind da auch zwei. Ja, Zapfsäulen, genau. Da bin ich jetzt bei den Zapfsäulen. Ja, ich läufst du da hin? Ja, das bin ich. Okay. An dem Zelt. Dann komme ich jetzt zu dir und dann führst du mich hier durch die dunkle Nacht. Ja. Hm? Waste doch nicht deine Ammo, Junge. Ja, da lag was. Ich dachte, das ist ein Magazin für mich. Ach so. So, komm mit, da ist die Straße, junger Mann. Ich bin dann echt komplett um das verdammte Rennstreckengebiet rumgelaufen. Ja, was spawnst du auch da hinten? Weiß ich nicht. Mann. Wir kennen uns halt auch beide noch nicht so auf der Taviana-Map aus. Ich noch viel, viel weniger als er. Ich bin schon mal hier drüber geflogen. Wohin mit dir? In die Tanne. Ach so. Ich laufe einfach weiter auf der Straße herum. Viel Spaß Marcus. Mit deinem Zombie. Kein Problem, ich nehme ihn gerne mit. Alter, wieso bist du doppelt so schnell? Weil ich Super Boots habe. Warte mal, lass mich dir mal in die Beine schießen. Lieber nicht. Da musst du mich schleppen. Hast du deine Turbo-Treter wohl an? Ja, ich bin der Flash. Jetzt den Superhelden? Ja. Killed by VSS Vintores. Das ist doch eine Sniper, oder? Weiß ich nicht. Der gerade, ja, ich glaube schon. Ich kenne das von Warz, diese Waffe. Und hier ist eine Leiche. Was ist Warz? Warz ist so eine. Ich kenne diese. So eine Warzentinktur. Warzentinktur ist das. Oh, saugeil. Meine Winchester, ich habe Munition. Zu spät. Nein! Nein! Ey, geil, hier ist Mountain Dew. Ich habe Munition für die Winchester. Ja, komm, ich geb's dir. Ja! Meine Glückswaffe. Penis, dann gib mir Makarov-Muni dafür. Da liegt ein Magazin nur. Ich habe ihm den Revolver weggenommen. Der hat aber auch nur ein Magazin. Ja, du Penis. Naja, komm. Und jetzt schieße ich auf dich, weil du Penis zu mir gesagt hast. Alter, die Musik hier, ey. Lass es, du Penis. Jetzt komm. Okay. Da hinten ist noch eine Leiche. Echt? Aber da liegt, glaube ich, nichts drunter. Ja. Ja. Ey, die Musik hier ist wirklich krass, ne? Ich habe gerade einfach mal so einen gehabt. Ich kann den Sound nicht irritieren, aber so ähnlich ist das. Ist richtig cool hier. Ja. Ich fördere das nice. Ambiente ungemein. Man denkt sich dann so, wow, what the fuck? Das denkt man sich dann so dabei. Ja. Ne? Genau. So, hier wären wir doch schon beim Vorort. Den können wir doch auch mal gleich looten. Da müssen wir nicht immer zur Hauptstadt hinlaufen, wo es so gefährlich ist. Ja, das wäre sinnvoller. Aber du läufst durch den Weizen. Ja. Ja, warum? Ich weiß.
Ja, ich weiß. Weiz. War ein Wortwitz. Ich hab's schon verstanden, aber ich hab's nicht vernünftig nachmachen können. Lass erstmal die rote Scheune da. Da bin ich schon durch. Warum bist du da durch? Ja, weil ich da gespawnt bin. Penis. Hab ich. Willst du ihn sehen? Nein. Schmecken? Will nicht suchen müssen. Oh. Du weißt, dass ich eine Winchester hab. Ja. Oh oh. Du weißt auch, dass. Der halbe Server wird wieder gebannt, gekickt. Ja, sehe ich auch gerade. Hoffentlich du auch. Ice Dealer was killed. Er dealt mit Eis, der Typ. Der ist genauso witzig wie du. So, der Zombie-Freund kommt mir schon entgegen, das finde ich doch sehr lieb. Er begrüßt dich. Er will dich. Ja, ich hab halt einfach den schöneren Arsch. Ja, du stinkst da scheiße drum, will er dich. Was? Der sieht deine Bremsspuren. Was? Deine Rallye-Streifen sieht der. Ach, du hast schon gelootet, warum? Weil ich's kann. Warum pimmelst du jetzt hier rein? Weil ich's kann. Weißt du, was ich noch kann? Wurzen? Was ist das? Was ist das? Das ist an mir vorbei, das ist an mir vorbei. Schau mal, hier liegt eine Leiche, du Trottel. Ja, dann loote die doch. Ja, du brauchst sowas. Ich geh zur Kirche. M14 Aim. Was? Ja, hier. Du Schwuchuhula, Sack. Da, neben dem Zombie und der Flare. Wo ist der denn? Da bei dem Zombie. Siehst du? Da ist gar nichts, Mann. Stimmt, ja, ich hab mich verguckt. Du elende Scheiß-Schwanz-Ratten-Kackengesicht-Penis. Wer als letzter in der Stadt ist, hat einen kleinen Penis. Das zu glauben. Ist das zu glauben? Da werde ich hier so dermaßen genatzt. Ich hätte es hören müssen an deiner Stimmlage. Nein. Die Stimmlage roch nach Vagina. Hallo. Möse. Alter, sind da Zombies. Ich werf erstmal ein paar Flares. Wo hast du denn das ganze Paket Flares her? Gab's das im Sonderangebot jetzt schon? Aus dem Yildi. Wieso gehen die jetzt zu uns und nicht zu den Flares? Da schon mal, da ist ein Eckhaus rechts. Da kann man rein. Ja. Wie, ich finde, ich mindestens eine M1014 da drin. Ja. Yeah. I will go upstairs now. Okay. Because I don't want to get attacked by zombies. Eine Mappe habe ich gefunden. Eine Mappe? Saugeil. Eine Mappe. Du weiß aber nicht, ob Lacke. Die... Hä? Du Glückspilz. Ja. Oh, ein Zelt. Aber wer interessiert sich schon für Zelte? Du bist gleich hoch, oder? Hey, ich habe einen Alice-Pack gefunden. Oh mein Gott, ich kill dich gleich. Und hier liegt, glaube ich, brauchst du 2 Round-Pellets? Nee, 15 Round. Schade. Ich hoffe, du hast genug Munition. Nein. Du kriegst nämlich Besuch. Dann musst du mir helfen. Wie? Was? Alter, geh bei Yildi an der Kasse. Oh mein Gott, hier liegen verdammte... Scheiß drauf. Fuck off. Schaffst du es jetzt oder nicht? I don't know. Hast ja. du geschossen? Ja. Okay. Wo bist du denn? Feuerwache. Raus vorne? Feuerwache. Ja, da, genau. Ah ja. Also ich finde diese Leichen besser als die anderen. Ja. Sieht cool aus. Hat so ein bisschen was Militantes. Außerdem siehst du gleich, ob es was zu holen gibt oder nicht. Richtig. Und die Fliegen nerven mich so. So, hier gibt's nix. Einen feuchten Schweinefurz. Du hast wieder einen verbalen Samenerguss an dir, ey. Leck mich doch am Sackel.
Oh ja. Oh ja. Kirche? Kirche. Amen. Teil zwar nichts von Kirchen. Genau, Amen. Das erinnert mich bei Armory an die Nonne. Ja. Oder auch bei Wasteland gibt's ja auch immer ganz viele Nonnen, ne? War doch so, oder? Wasteland, glaube ich. Ja, Wasteland, genau. Bei Missionen dann. Ja. Oh, hier ist ein Zelt. Ich höre Fliegen. Ja, Massengrab. Ein Massengrab zur Dekoration. Cola, zweimal Cola. Einmal. Dann lass ich dir eins. Ich hab's schon. Ich trinke eine Cola. Hier liegt ein Makarov-Magazin, wenn du brauchst. Wie sehen denn hier aus, die Makarov-Magazine? Wie Makarov-Magazine? Sehen die nicht sonst anders aus? Nicht mehr, seit dem Update sehen die so aus. Hier liegen auch nochmal zwei. So. Ich hab die bisher immer ignoriert, weil ich dachte, die sehen anders. Also, die sehen komisch aus. Du siehst auch komisch aus? Ja, du auch. Nee, ich riech nur komisch. Ja. Schmecken tust du auch komisch. Woher weißt denn du das? Ist ja, als du geschlafen hast. Hab ich dir ins Ohr gebissen. Wo gehen wir? Keine Ahnung.